Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie zur Spieltagspressekonferenz mit unserem Cheftrainer Peter Stöger vor unserem Auswärtsspiel in Bochum am kommenden Sonntag. Schiedsrichter der Partie wird Manuel Gräfe sein und wir erwarten derzeit rund 8000 Fans, die uns nach Bochum begleiten. Peter, damit würde ich auch direkt beginnen. Du hast ja letztes Mal schon betont, dass für dich jedes Spiel ein Topspiel ist, für den ersten FC Köln an der Seitenlinie zu stehen. Aber 8000 Fans bei einem Auswärtsspiel untermauert diese These natürlich noch, oder? Ja, Mahlzeit. Ja, das ist das, was ich halt gemeint habe. Natürlich freuen wir uns, wenn wir im eigenen Stadion spielen können mit dieser Choreografie und mit der Stimmung. Aber für mich ist es auch immer wieder erstaunlich, welche Massen an Fans dieser Club mobilisieren kann, die zu Auswärtsspielen reisen und wir wirklich in jedem Spiel unglaubliche Unterstützung bekommen. Ja, es ist halt wieder mal ein Top-Event, der am Sonntag dann auf uns wartet. Danke, Peter. Dann kommen wir zu euren Fragen. Wer macht den Anfang? Alex Haurichs. Ja, Herr Stöger, der Peter Neururer ist ja ehemaliger Kölner Trainer, der hat aber auch immer, ist immer für einen Spruch zu haben und hat jetzt angekündigt irgendwie, dass eure Serie gegen die reißen wird. Wie beeindrucken? Lassen Sie sich davon beeindrucken oder überhaupt nicht? Ist möglich. Ist möglich, dass die Serie reißt. Jede Serie reißt irgendwann einmal. Man kennt den Kollegen Neururer über die deutschen Grenzen. Ja, es überrascht mich jetzt nicht, dass er offensiv an die Thematik herangeht. Wäre auch überrascht gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Wir gehen zuversichtlich in dieses Spiel. Ich meine zu Recht zuversichtlich. Auf der anderen Seite nicht überheblich, nicht arrogant, mit dem Wissen, dass wir dieses Spiel gern positiv bestreiten wollen. Allerdings auch mit dem Wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird, dass wir einen Gegner warten, der sehr engagiert an die Arbeit rangehen wird. Ich habe zumindest noch dieses Spiel gegen Kaiserslautern in Erinnerung, dass ich gesehen habe, dass von unglaublicher Kampfkraft, von unglaublichem Einsatz geprägt war. Das wird uns am Sonntag auch erwarten.